Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns jetzt die Beta-Version / Preview-Version vom einen neuen Spiel an, was unter dem Namen Mein Recyclinghof tangiert. Das Ganze kommt vom Dude Marius? Ich hoffe, Darius Bode. Sagt vielleicht den einen oder anderen aus der OMSI-Szene was, der hat nämlich ein paar OMSI-DLCs gemacht. Mir sagt er allerdings mehr dadurch was, weil er, glaube Anfang des Jahres war es, wenn mich nicht alles täuscht, diesen Müllabfuhrsimulator da gemacht hat. Ihr erinnert euch, ne? Da wo wir mit den Müllwagen da langgefahren sind und dann hier das Zeug da reingeschmissen haben, beziehungsweise diese Buden da ausgeräumt haben und so. Ne? Das war jetzt nicht so das High-End-Live-Spiel schlechthin. Grafisch war es auch eher so eine Sache, aber es war für zwei Folgen in dem Sinne mal ganz nett und das ist es dann auch schon gewesen. Unter anderem hat er auch noch Abriss Online gemacht. Das Spiel kam damals nicht so gut an. Ist so schweineteuer, muss man dazu sagen. Ich glaube aktuell 35 Latten oder so. Aber das Recycling, das Müllabfuhrding kam eigentlich solide an. So. Und jetzt, beziehungsweise nächstes Jahr im Frühling 2024, also sprich Februar, März, April, irgendwie so rum, soll dann das neue Ding auf den Markt kommen, und zwar Mein Recyclinghof. Und Darius hat mich angeschrieben, hat gesagt, hier, willst du Beta-Key haben, dies, das, Ananas, die, bla. Dann habe ich gesagt, klar, mach mal. Ich bin early, ich habe hier schon mal die erste Aufnahme gemacht, die musste ich dann abbrechen, weil da ein Gamebreaker drin war. Hab denen das geschrieben und innerhalb von 10 Minuten hieß es, jo, oh ja, stimmt, und wurde gefixt und bam. Muss man mal durchaus loben. Beta / Preview heißt, wir haben hier drinnen noch eingeschränkten Zugang zu Zeug. Es können hier Fehler passieren, wie zum Beispiel der Gamebreaker. Und es ist hier noch nichts fertig. Ihr seht alleine schon, das Hauptmenü sieht so aus, wie es halt aussieht. Ne? Das sieht natürlich später richtig aus, aber bis Frühling 2024 sind es noch ein paar Monate deswegen. Was ich loben muss, sind die Optionen. Die sind, sofern die, ich weiß nicht, ob die so bleiben, aber wenn sie so bleiben, sehr übersichtlich. Gefällt mir. Fullscreen, Auflösung, hohe Texturen, Schatten, V-Sync, ja, nee, Audio, Spielebewegung, fertig. Ganz ehrlich, mehr braucht's auch nicht. Passt soweit. Wir starten den neuen Spielstand. Ich nenne das Ganze Olaf 3. Ja, Olaf 3, weil Olaf 1 und 2 gibt's schon. Deswegen. So, und dann gehen wir mal hier wundervoll rein. Willkommen auf Ihrem Recyclinghof. Schauen Sie sich um, bewegen Sie sich mit AD, SW, also AWSD, oder halt mit dem Controller, je nachdem. Ich habe jetzt aber Tastatur. Machen wir. So. Neben der Einfahrt, das ist diese hier, finden Sie Ihr Bürocontainer. Hier können Sie Ihren Hof verwalten, ausrüsten, neue Ausrüstung kaufen. Gehen Sie zur Tür und drücken Sie F. Wir drücken F. So, sobald Sie Geld verdienen und Zufriedenheit verdienen, können Sie neue Container kaufen, ausrüsten, neue Abfallarten freischalten und so weiter. Schließen Sie die Seite mit Escape. Was haben wir denn da alles? Wir haben einen Presscontainer SPPB. Wir haben einen Presscontainer MPP, Presscontainer APB, eine Mulde Mittel, wir haben Abfallcontainer mit Einwurfklappen, wir haben eine Mulde Flach, wir haben Container Groß, wir haben Container Groß begehbar, wir haben Altglascontainer, wir haben Grünabfallhäcksler, wir haben Sondermüllannahmen, Walzenverdichter, Standardbaucontainer, den haben wir im Besitz, Standardbaucontainer mit Wunschlackierung, Wahnsinn, großer Baucontainer mit Holzoptik und Wunschlackierung, dann gibt es hier mehrere Zäune, Standardholzzaun, Metallzaun mit Sichtschutz und noch Farbeinstellung. Wir haben eine Schubkarre, wir haben einen Metalltransportwagen, wir haben eine manuelle Einfahrtsschranke und wir haben eine ferngesteuerte Einfahrtsschranke. In der Verwaltung neue Abfallarten freischalten, das ist die Zufriedenheit, okay, ab 50 Zufriedenheit können wir sogar Altpapier annehmen. Das geht bis Sondermüll dementsprechend hoch. Alles klar. So, jetzt wird der erste Kunde seinen Abfall anliefern. Wenn er vor der Schranke steht, können Sie mit F öffnen. Okay, und da war nämlich der Gamebreaker. Hier kam nämlich das Auto. Dann ist das Auto weggeklitscht und dann ging es nicht weiter. Soll jetzt gefixt worden sein. Ich bin gespannt. Man hört es auf jeden Fall. Rentner ist am Werk. So oft, so lange wie der hier einen Gang schließen lässt. Ne? So. Und da kommt er an, da hupt er, wie so bekloppter. Schranke wird geöffnet, Cutscene. Und dann kommt er auf den Hof gefahren. Sie müssen jeden angelieferten Abfall mit links aufheben und möglichst schnell richtig einsortieren. Wenn Sie mal nicht wissen, nutzen Sie den Hilfetext für $10 mit E. Okay. Kunde, abfertigen F, Gebühren berechnen X. Der hatte auch noch zu, würde ich sagen. Ja, aber bei der aktuellen Wirtschafts- und Weltsituation würde ich die Ohren auch zulassen. Ja, im Endeffekt, das ist hier unser Recyclingplatz. Ne? Wir haben Hausmüll,
wir haben Sperrmüll, wir haben Altholz und wir haben Leichtverpackung, was immer Leichtverpackung sind. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Kissen, Entsorgungshinweis freischalten E. Kissen sind für mich, ganz ehrlich, Sperrmüll. Und das war sogar richtig. Manche Abfallarten dürfen Sie nicht annehmen, weil sie zu gefährlich sind oder sie nicht auf den Recyclinghof gehören. Bei Hausmüll und Bauschutt werden Gebühren fällig, die Sie beim Kunden mit X kassieren. Wenn Sie fertig sind, laufen Sie zum Kunden und drücken Sie F. Mhm. Gut. Dann mache ich erstmal hier den Sperrmüll so ready hier. Ja, wie bitteschön. Die Bewegungsgeschwindigkeit gefällt mir auch sehr, ne? Wenn ich hier renne, halt. Also man kann das einstellen, ne? Das ist so bei 100%. Da kann man sich wenigstens mal hier richtig austoben. Die Maus ist ein bisschen zu aggressiv für meinen Geschmack, aber ja. So, Stuhl. Ja, das ist hier Sperrmüll, würde ich sagen. Was auch sonst. Na. Kling. Mein Gott, da kommt die Kohle nahe her. Zack. So. Sehr gut, 120 Dollar. Bei diesen Dings wären keine Gebühren fällig gewesen. Es tut mir leid. Abfertigen. So, schnell entsorgt, richtig entsorgt. Keine Gebühr, keine Gebühr, keine Gebühr. Alles klar. Und schon haben wir 7 Punkte mehr. Also wir hätten 8 Punkte bekommen, aber egal. So, die Presscontainer können Sie einschalten, indem Sie F drücken. Habe ich einen Presscontainer? Das ist kein Presscontainer. Ne, das ist ein stinknormaler Container. Haben wir einen Presscontainer? Bei Altdings hier, das scheint mir ein Presscontainer zu sein. Container reinigen. Benutzen Sie Hochdruckreiniger, um die Zufriedenheit zu erhalten. R. Wenn der Container dreckig ist, können Sie ihn mit R anklicken, um Hochdruckreiniger zu nutzen. Ah ja. Die Soundeffekte sind relativ wild. Nach der Reinigung sind Sie bereit für Ihren Einsatz. Ah ja, freut mich. Ah ja, wie bitteschön. Zufriedenheit steigt. Hat ein bisschen was von so einem Casino, ne? So Daumen hoch und hier ein Soundeffekt und da ein Soundeffekt. Schön, ja. Cool, cool. Kommt da jetzt der nächste angerammelt? Ah ja, da hör ich ihn schon wieder. Da hör ich ihn schon wieder hier reindrudeln. Oh, da hat ein bisschen mehr drauf. Naja. Jupp. Genau das. Deswegen macht man eine gewisse, es nervt mal sowas, es nennt sich Ladungssicherung. Da kann sich der Herr noch ein bisschen was abschneiden. Oh Gott. Ich hänge den. Hänge ich jetzt in den Container fest? Das wäre nicht so gut. Okay, ich habe mich aus dem Container wieder rausgeknutscht. Sehr schön. Wir können den Müll auch mal rotieren. Sehr schön, sehr schön. Noch eine Kommode. Sehr gut. Haben wir noch alten Bürostuhl. Aha. Sehr schön. Ja. Den Rest darf ich nicht annehmen. Also ja, diese Bling, diese Gasflasche hier. Nee, das geht nicht. Kann ich nur abfertigen. Sehr schön. Annahme verweigert, nicht entsorgt, nicht entsorgt. Eine Druckgasflasche. Das kann ich leider nicht machen. Viel Spaß. Grüßen Sie die Berda. Na klar. So, das Ding wird langsam voll. Ne? Ich glaube, ich kann das in der Verwaltung dann abholen lassen. Gehe ich mal davon aus, in Sperrmüll. Ich gehe mal hier ins Büro rein. Verwaltung öffnen, verwalten. Container Großbegeber Sperrmüll. Wunsch lackieren. Hinweis Abfall. Kleinhinweisschild Abfall Mittel. Hinweisschild Abfall Groß. Abfallart zuweisen. Container entfernen, Einlagerung, Container ausleeren könnte ich. Ah ja. Achso, moin.
So, moinsen. Wir haben einfach nur einen Koffer, oder was? Ja, klar. Mehr haben wir nicht, oder wie? Naja, Wahnsinn. Und Abfahrt. Okay, dann gehe ich mal in die Verwaltung rein, gehe in diesen Dings und Container ausleeren. Und damit ist er jetzt leer? Ja, fast. Hier ist noch ein bisschen was drin, aber es geht. Hat mich das jetzt Geld gekostet? $380? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber egal, wir haben auf jeden Fall wieder einen Lernmüllcontainer. Naja, und so zieht sich das jetzt erstmal eine Weile, würde ich ja sagen. Oder kommt wieder eine große Lieferung? Aber bis jetzt haben wir immer noch Sperrmüll gehabt. Ja, ja, Schnauze. Ah, ne, jetzt haben wir mal Pappe. Und Hausmüll, wie man das ausschaut. Ja, auch hier wieder Ladungssicherung. Das ist eine Holzkiste. Entsorgungshinweis für $10. Hier einwerfen, Altholz. Haben wir Altholz? Wir haben kein... Ah doch, das ist... Ach, das ist ein Altholz-Press-Dings, kein Müllpress. Okay, cool. Okay. Naja, die $10. Sehr schön. Die $10 machen jetzt das Ganze auch nicht fitte. Würde ich mal behaupten. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, das ist Pappe. Gibt es heutzutage noch so Lebensmittelkisten aus Holz? Also bestimmt, aber man sieht sie, denke ich mal, selten. Kling, klang, klung. So. Sehr schön. Und bitteschön. Dann einmal, ne, warte mal hier. Presse betätigen. F. Dann sollte es das mal machen. So, was haben wir jetzt hier? Müllsack. Das ist für mich Hausmüll. Yep. Und es ist eine Menge Hausmüll. Eine Menge, Menge Hausmüll, ja. Wisst ihr, was ich schon wieder vergessen habe? Für was Gebühren fällig wären. Wären für Hausmüll Gebühren fällig? Ich glaube nicht. Ich glaube, für Bauschutt war es und noch für, ich glaube, für Gefahrgut, ne? Also für Sondermüll, gefährlicher Müll, was weiß ich. Und Bauschutt waren, glaube ich, Gebühren fällig, aber für das hier nicht. So. Sehr schön. Können abdringen. Gebühr unterschlagen. Also ne, für Hausmüll wird also auch Gebühren fällig. So. Ja gut, ich bin halt ein netter Mensch. Ne? Ich bin halt ein netter Mensch, ne, und deswegen gibt's bei mir da keine Gebühren. Also muss man das einfach mal sehen. Ne? So, wir haben jetzt $800. Ab $1000 können wir uns aber erst irgendwas Großartiges mehr leisten. Okay, feels bad. Sondermüllannahme, ein Altglascontainer. Obwohl, den könnten wir uns schon für 600, aber der ist noch gesperrt. Zu wenig Geld für diese Transaktion oder Beschränkung der Beta-Version. Ja, ist ja in Ordnung. Frei. Mulde, Leichverpackung, Altholz, Hausmüll, Sperrmüll. Was denn? Ja, ja. So, dann Sperrmüll. So, da lager ich jetzt den Stulli mal hier hinten direkt so ein. Ja, dann haben wir nämlich hier weniger Probleme. Mit den großen Dings hier. Aber ich glaube, unsere Zufriedenheit, ab 50 Zufriedenheit, konnten wir eigentlich was Neues freischalten. Muss ich gleich mal gucken. Aber vielleicht ist das, wie gesagt, auch beschränkt. Abfahrt. Guck mal, wir haben jetzt 72 Zufriedenheit. Altpapier. Altpapier freischalten. Sehr schön. Und jetzt brauche ich aber für Altpapier... Multimittel kann Verwaltung dann konfigurieren. Ja, aber was kann Abrollcontainer? Container groß begehbar? Altglascontainer? Grünabfallcontainer? Wo könnten wir denn Container zuweisen? Multimittel, Hausmüll, Altpapier. Wo könnte man denn Altpapier reinschmeißen? In einen Presscontainer? Das ist so die Frage der Frage. Kostet halt einen Haufen Asche hier.
in eine mittlere Mulde, in den Container begehbar, Gusche. Das ist halt die Frage der Frage, ne? Oh, mal auf hier. Bevor ich da jetzt sinnloses Geld ausgebe. So, was haben wir denn hier? Müllsack. Ja, soll das Hausmüll sein? Oder ist das Papier? Oder? Ist Hausmüll. Kunde muss zahlen, 6. Okay. Weil das eh noch war schwarz. Das könnte, hätte jetzt so Papier sein können. Es gibt ja wirklich Leute, die. Sag schon. Die packen Papier in einen Plastisack. Ich glaube, in manchen Bundesländern oder manchen Kommunen musste das sogar machen, weil der Papiermüll nur so abgeholt ist. Es ist auch komplett bescheuert. Also. Ja, aber naja. So ist es halt, so ist es halt. So, und man sehe an, ne, sofern man das hier mal richtig stapelt, passt da auch ein Haufen in diesen Container damit rein. Jetzt ist immer nur noch die Frage, Teppich? Ist Sperrmüll, okay. Da war ich mir gerade nicht sicher. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das Altpapier hier rein? Geht das überhaupt? Ist das eine Beta-Beschränkung? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. So. So, hier hätten wir jetzt aber auch mal ein bisschen hier mehr aufräumen können, ne, und so. Berechnet $60 und Abfahrt. Und die Zufriedenheit steigt. Es ist ein Wahnsinn. So, wir haben jetzt 1500 Latten. Ja, aber Beta-Beschränkung, wie man das ja ausschaut, ne? Mulde kaufen könnte ich für 400. Okay. Dann habe ich hier inaktiv Mulde Mittel und da kann ich Altpapier auswählen. Gucke an. Auswählen. Und der steht jetzt, warte mal, Leichtverpackung, Hausmüll, Altpapier. Ah ja, nice. Das passt doch. Also ich muss die Abfallarten freischalten. Ja. Und dann kann ich die nächsten Dinger dafür auswählen und dann passt das. Na gut, was willst du mehr? Also zum Thema Ladungssicherung, wir müssen da echt nochmal drüber reden. Ne? Das ist teilweise hier gemeingefährlich, was die Leute hier so veranstalten. So, wie bitte schön. Abfahrt, Dankeschön. Ach ja, gut, der Container hat aber schon seine besten Jahre hinter sich, so, was das so angeht, aber bis jetzt hat auch noch keiner Papier gebracht. Aber wir haben schon mal Kohle ohne Ende. Also das nächste, halt, das war Pause. Das nächste, was kann ich das nächste von der Zufriedenheit her freischalten? 100, da braucht man Metallschrott oder Haushaltsgeräte oder Elektrogeräte oder Altglas. Schauen wir mal. Da kommt der nächste angedackelt. Ja, da wieder eine Menge hinten drauf. Ja. Ein LCD-Fernseher. Na, ich hoffe mal, das ist noch Pappe. Weil für Elektroschrott habe ich ja noch nichts. Eine Strandliege. Ne. So. Bibelschön. Was ist das hier? Pappschachtel. Ah ja. Perfekt. So, eine Uhr. Ein Billardtisch. Der ist ein bisschen groß. Noch mehr Pappschachteln.
Und noch eine Pappschachtel. Gut, passt. So, dann gehen wir mal in die Verwaltung rein. Gehen mal in den Sperrmüll. Warte mal, ich habe jetzt 1415 Containers ausgeleert. Und mir wurde nichts abgezogen. Okay, also das Ausleeren scheint kostenlos zu sein, jedenfalls noch. Es bleibt zwar immer hier irgendwas übrig, aber egal. 52 Zufriedenheit, wir brauchen aber nochmal über 50. Das ist so die Sache. Oh ja. Die Frage ist, wie weit können wir das Ganze jetzt hier treiben? Naja. So, Wahnsinn. Deswegen haben sie den weiten Weg auf sich genommen. Ich bin beeindruckt. Naja. Gut. Ich hätte sie an Hausmüll geworfen oder im Keller, aber... Ne? Passt schon. Hauptsache, die Zufriedenheit steigt, ne? Ist schon richtig. Naja. Das ist ja schon mal ganz nett hier. Büro, Verwaltung, Container, groß begehbar. Also das ist eigentlich alles das, was wir haben, ne? Ist halt die Frage, ob wir hier, ich meine, ich könnte das jetzt individualisieren, will ich aber ehrlicherweise gesagt nicht. Wir könnten eine ferngesteuerte Einfahrtsschranke nehmen. Das hört sich gut an. Jetzt müsste ich mich nicht mehr darum kümmern, dass die Autos hier nicht reinkommen, gell? Laufen Sie zur Einfahrt, um die Schranke zu öffnen. Warum ist sie dann elektrisch, wenn ich sie trotzdem öffnen muss? So, ein Stuhl. Oder vielleicht hat das Spiel das noch nicht gemerkt, dass sie jetzt elektrisch ist. Das kann natürlich auch sein. So, das war's, Lars. Steigen Sie ein, fahren Sie weg, gehen Sie mir nicht auf den Sack. Ja, ferngesteuerte Einfahrtsschranke. Und ich habe sogar eine Schubkarre. Ich glaube, mit einer Schubkarre, kann ich einfach mehr reintun und dann genauso wie Metalltransportwagen, um das Metall mehr zu transportieren. Fragen über Fragen. Also, sie ist ferngesteuert. Mal gucken, wenn jetzt der nächste antrattelt hier, wie das wird. Wir haben mal was Größeres. Ah ja, ich muss also nur hinschauen und dann kann ich es öffnen. Ah ja. Moinsen. So. Ansonsten eine Menge Sperrmüll, ne? Sperrmüll, ja. Okay, und ein bisschen Pappe. Sperrmüll und Pappe. Naja, gut. Oh, jetzt vielleicht nicht so optimal. Oh, nochmal Pappe. Sehr gut. Man muss es einfach nur, ne? Aber ganz ehrlich, 10 Euro pro Ding hier. Boah. Die Frage, die ich mir jetzt halt schon so stelle bei dem Spiel ist... Ist lustig, aber wie viel Langzeitspaß macht das? Also was ist jetzt hier noch so, was ist so die Challenge generell später? Ich meine, mehr Dinger, mehr Annahmen, ja, aber was macht das Spiel oder was soll das Spiel mal machen, dass man jetzt sagen kann, hey, hier zockt mal jetzt mal ein paar Stunden, na, oder so. Das ist so die Frage der Frage, die man sich hier stellen könnte. Ich meine, ist das jetzt immer das Ding hier? Gibt es mehrere Schauplätze? Oder so, kommen mehr Autos hintereinander, sodass man auch mal einen gewissen Zeitdruck hat? Weil jetzt aktuell, das ist ja gut, das ist wie gesagt eine Beta. Na klar. Na, aber da kommt da ein bisschen mehr Zeitdruck auf. Kann man hier irgendwas automatisieren oder so? Das ist halt immer noch so... Die Frage, die ich mir da stelle. Wegen dem paar Pappschachteln bist du hier gekommen? Och, Alter.
Hat er das jetzt richtig abgerechnet? Scheinbar, ich kann es nicht mehr anpacken. Aber irgendwie hat er so nicht abgerechnet. Ah doch. Ich muss es nur noch mal extra anpacken. Ich meine, wie gesagt, so die Spieleidee an sich finde ich nicht schlecht, weil wisst ihr, wenn ja der letzte Recycling-Simulator rauskam, das war noch zu Astragons Zeit, oh ne, zu Rondomedia-Zeiten, und der hieß Recycling, irgendwas. Zugegebenermaßen, das war größer und Dings mit Fahrzeugen fahren und so und bla, ihr erinnert euch, da hat Tino, also Manus, damals die Grafikkarte zerrubbt. Oh, das muss, oh scheiße, wie alt ist das? 2013, 2014, irgendwie so rum. Alter, das war richtig oldschool. Na, seitdem hatte ich nie wieder jemand an dieses Thema herangemacht, ne? Deswegen ist ja eigentlich schon mal ganz nett, aber ja. Naja, gut, ich würde sagen, eben bearbeiten wir noch. Dann mache ich hier erstmal Ende Gelände. Und dann spiele ich einfach mal so offscreen weiter. Und wenn es sich lohnt für eine zweite Folge, also wenn ich jetzt noch irgendwie hier größere Dinger irgendwie freischalte, dann mache ich das nochmal. Aber ansonsten ist das, denke ich mal, hier für einen ersten Einblick eigentlich schon mal ganz, ganz okay, würde ich sagen. Und dafür, dass das eine Beta ist, läuft das hier ziemlich rund. Läuft sehr performant vor allen Dingen. Gut, zugegebenermaßen, wir befinden uns nur an einer Stelle. Hier ist jetzt auch nicht viel drumrum. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier Performance-Probleme machen sollte. Aber man weiß ja heutzutage nie. Manche Entwickler bekommen das ja hin. Deswegen, aber hier, nö, eigentlich erstmal alles easy. Naja, sollte erstmal ein kleiner Einblick sein. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke mal, der Entwickler, also Darius, wird das Ganze hier gegebenenfalls sogar sehen. Und kann da gegebenenfalls sogar Feedback mitnehmen. Ne? Deswegen ist Kommentieren wichtig. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Ich finde es ganz nett, wie gesagt. Ich bin gespannt auf nächstes Jahr, wenn es fertig ist, wie es so ist und wie es so wird und so. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.